erklärst es Dina die Situation. Das ergibt Sinn. Ich hätte nie gedacht, dass sich im Ei des Himmels so ein Monster befindet. Obwohl ich nicht glaube, dass ihr viel Glück haben werdet, wenn ihr die Meuchlerin um Hilfe bittet. Warum sagst du das? Ich weiß zwar nicht genau, warum sie ausgerechnet nach Nemea kam, aber... Sie kam doch her, um dieses Leben hinter sich zu lassen, oder? Sie will wahrscheinlich nicht mehr töten. Weiter zu leben, nachdem man einen anderen das Leben nahm, ist nicht einfach. Ah, verstehe. Aber wir bitten sie ja nicht darum, einen Menschen zu töten. Diese Schuld müsste sie nie wieder auf sich nehmen. So einfach ist es nicht. Wenn man einmal das Blut von jemandem in den Händen hat, ist das Herz für immer verdorben. Selbst wenn man das Blut abwäscht, bleibt doch das Verbrechen. Das vergisst man nicht so leicht. Du scheinst ja sehr viel darüber zu wissen. Fast so, als hättest du sowas schon selbst erlebt. Warum wohl? Wenn sie es sagt, ist es unmöglich. Vielleicht, aber was bleibt uns anderes übrig? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin überrascht, dass wir die Schattenmeuchlerin so leicht finden konnten. Wir hatten wirklich Glück. Ich hoffe nur, meine Täuschung hat funktioniert. Ich dachte, sie gibt vielleicht, wenn ich mehr dränge. Tut mir leid, da komme ich nicht mehr mit. Diese Istina, wie man es auch betrachtet, sie ist eindeutig die Schattenmeuchlerin. Hätte sonst jemand so eloquent für die Meuchlerin sprechen können? Du glaubst, es ist Istina? Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Jetzt müssen wir Istina nur noch dazu bringen, uns zu helfen. Aber das wird nicht einfach. Was glaubst du, sollten wir tun? Oh verdammt. Mir fällt gerade ein, dass ich gehen und Tiella ihre Medizin bringen muss. Sie schläft wahrscheinlich, also wäre es in Ordnung, wenn wir noch mal kurz zu mir gehen? Ja, warum nicht? Es bringt eh nichts zu versuchen, hier draußen einen Plan auszuhacken. Hin und her rennen. Tiella, ich bin wieder da. Tiella, hallo? Tiella? Sie scheint nicht hier zu sein. Ist sie vielleicht spazieren gegangen oder so? Aber sie meinte doch, dass es ihr nicht gut geht. Das kann nichts Gutes bedeuten. Das kommt definitiv unerwartet. Dann los, gehen wir sie suchen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Oh oh. Ihre Lieblingsorte sind die Aussichtsplattform und das Waisenhaus. Oh nein, Monster? Zu dieser Stunde? Weil sie auf dem Turm ist. Seht mal, sie fliegen in Richtung... Waisenhaus, wir müssen los. Schnell, die Kinder sind in Gefahr. Immer auf. Wir retten euch. Go, go. Oh, gleich sehen wir Istina in Aktion, oder? Wir sehen sie in Aktion. Istina! Azir! Verlass diesen Ort sofort! Sie hat sie mit einem Hieb getötet. Das ist also die Macht der Schattenmeuchlerin.
Na schön, sagen wir, ich bin die Schattenmeuchlerin. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich sagte doch schon, ich werde diese Fähigkeiten nicht mehr nutzen, wenn ich es vermeiden kann. Sie wecken nur schreckliche Erinnerungen von jenem Tag. In welchem Tag ist Dina? Bitte geht einfach nach Hause. Ich werde euch nicht helfen. Ich möchte hier bleiben und auf die Kinder aufpassen. Dieses Leben habe ich für mich gewählt. Hey, Azir! Was ist los? Oh Mann, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Warum so aufgeregt? Die Monster wurden doch schon erledigt. Lass mich nochmal zu Wort kommen, ja? Es gibt nur das Mädel, um das du dich kümmerst. Jella, oder? Die Monster sind mit dir verschwunden. Unmöglich. Was hast du da gerade gesagt? Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie haben sie zum Ei des Himmels mitgenommen. Was immer du vorhast, beeil dich damit lieber. Danke. Ah, warte, was meinst du, wie weit du kommst und du alleine reinstürmst? Folgen wir ihm. Frau Istina, wurde Tjella auch von den Monstern entführt? Ja, aber keine Angst. Azir bringt sie wieder zurück. Aber geht doch zu ihrem Nest, oder? Gibt es da nicht noch ganz viele Monster? Oh je, ich hoffe, er schafft das. Frau Istina, könnten Sie auch gehen und Tjella retten? Ja, wir haben doch gesehen, wie sie diese Monster verprügelt haben. Sie wären eine große Hilfe. Aber ich muss hier bleiben und ich hoffe, euch alle aufpassen. Ach, um uns brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir tun nichts Gefährliches, bis Sie wiederkommen. Versprochen. Ich wette, Tjella hat total Angst, so ganz allein da drin. Bitte. Sie müssen ihr helfen, Frau Istina. Ihr macht es mir wirklich schwer. Ach, immer diese Kinder. So, das Waisenhaus ist hier oben. Habe ich doch den hier gesehen. Tja. So. Und dann geht's hier wieder rein. Zack, zack. Azir, warte einen Moment. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Aria. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss Tjella da rausholen. Aber das sich regenerierende Monster ist noch da drin. Schon vergessen? Ein Grund mehr, nicht rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Beruhig dich doch für eine Sekunde. Wie könnte ich? Wir müssen nur das eine sich regenerierende Monster töten, stimmt's? Kein Problem. Zeig mir bitte den Weg. Istina! Du gibst also endlich zu, dass du die Schattenmeuchlerin bist? Aber bin ich das denn? Ich könnte euch auch an der Nase herumführen und eigentlich völlig nutzlos sein. Die Schattenmeuchlerin ist doch sowieso nur ein Gerücht, oder nicht? Du liebe Zeit. Danke. Ich bin nicht für deinen Dank hier. Ich bin hier, weil ich es so will. Aber ich weiß, es wird keinem von euch gefallen, wenn ich nichts sage, also sage ich nur Folgendes. Ich meine es ernst, dass ich meine Fähigkeit nicht nutzen will. Selbst jetzt zittern mir meine Hände. Weil wenn diese zitternden Hände ein Leben retten können, ist Dina. Ich werde nicht so tun, als würde ich deine Umstände kennen, aber ich danke dir für deine Hilfe. Und es tut mir leid, dass ich vorhin so aufdringlich und abscheulich war. Ist schon gut. Ich verstehe ja, dass du eine Reaktion provozieren musstest. Mach dir nichts draus. Danke für dein Verständnis. Tja, jetzt da es geklärt ist, ist es wohl Zeit für Runde 2. Dann mal los. Istina hat sich der Gruppe angeschlossen. Die ist cute. Ich mag sie. Im Menü kannst du in der Gruppe deine Gruppe verwalten, in der Nähe eines Motus-Monolith bist. Das Treffen von Pavana und Istina erweckt eine latente Kraft. Du hast die Auftragsklasse Schattenläufer erhalten.
Dieser Auftrag ist auf starke physische Angriffe spezialisiert und schadet Gegnern, die anfällig für Bruch und andere Statusleiden sind. Nice. So. Gruppe. Istina. Und Schattenläufer. So, dann auf zur Runde 2. Das sollten wir noch schaffen. Das ist es. Das ist dieses Monster. Ich kann seine Schwachstelle noch nicht erkennen. Ihr müsst es erst schwächen. Alles klar. Kein Problem. Legen wir uns los. Okay. Oh, nicht genug Ausdauer, nicht genug Ausdauer. Schnell. Oh, nice. Ich liebe so ein Geschnetzel. Das Outfit sieht auch mega aus. Nice. Ich liebe das. Okay. Es regeneriert sich. Istina. Ich sehe sie. Du hast es geschafft. Das war ja unglaublich, Istina. Ich bin beeindruckt. Ich bin nur froh, dass ich es noch nicht verlernt habe. Titel hast du dir wirklich verdient. Lob ist nicht nötig. Das wird meine Stimmung nicht heben. Ich konnte kaum laufen, da wurde ich bereits gezwungen zu lernen, wie man tötet. Diese Fähigkeit jetzt einzusetzen, mir nur gezeigt, dass das Einzige, was ich richtig kann, die Vernichtung von Leben ist. Istina, das stimmt nicht. Du hast mich im Waisenhaus aufgezogen und du gehst fantastisch mit den Kindern um. Deine Vergangenheit definiert dich nicht. Du kannst so viel mehr als nur zu töten. Und ich mache jeden fertig, der versucht, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ach, Asia. Es ist genau wie du sagst, Istina. Die Schattenmeuchlerin ist nichts als ein halsloses Gerücht. Du bist du, kein Märchen in einem Buch. Du bist eine Lehrerin in einem Waisenhaus, die zufällig einen Killerarm hat. Du bist zu einem tollen jungen Mann herangewachsen. Aber es ist jetzt nicht der richtige Ort zum Plaudern. Wir müssen Tjella suchen. Du hast recht. Wenigstens ist das erledigt, was? Beschäftigt dich was? Ich bin einfach froh, dass wir jemanden wie Asir dabei haben. Ich glaube nicht, dass ich das so gut hinbekommen hätte. Komm, wir sollten ihnen folgen. So. Ich muss nach Hause. Es ist spät und, ich habe ein wenig zu viel Sachen verbraucht. So, ein paar Rezepte habe ich ja. Gucken wir mal.
Picknick-Sandwich. Ein Sandwich, das aus allen Nähten platzt. Die Bewohner von Lethe bereiten es gerne für ihre Picknicke zu. Und der Gemüsesalat. Lethe Gemüsesalat. Ein frischer, knackiger Salat mit einer Menge Gemüse aus Lethe. Schmeckt am besten, wenn man mit Freunden und Familie teilt. Nice. So, haben wir hier was? Sternweizen, Zwirbel. Noch drei. Kann ich hier sehen? Na gut. Gehe ich jetzt einmal schlafen. Dann voller Energie am nächsten Tag loszulegen. Tag 17. Genau. Und damit würde ich jetzt erstmal den Stream beenden. Ich werde auch nicht raiden. Ich bin ein wenig, im Bedrängnis mit meinem Overlay, weil ich jetzt alles zurücksetzen musste schnell. Aber damit sollten wir morgen wahrscheinlich keine Probleme mehr haben. Naja, deswegen, ich danke euch, dass ihr da wart. Und wir würden uns morgen zum Stream sehen, wenn wir weitermachen. Bis dahin!